Hallo, willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, da habe ich jetzt mal eine neue Nebenquest. Das heißt, wir können jetzt auch bei der Quest weitermachen. Beziehungsweise können auch erstmal mit ihm quatschen. Meine Herren. Unser Stichwort. Wird es so besser? Ich würde dich einladen. Wer rettet dann die Welt? Lass mich raten. Du hast es eilig. Also, frag einfach, wenn du was brauchst. Okay, dann... Ja, fang mal an. Wie ist es gelaufen, seit... Du heimlich davon bist? Nicht schlecht. Die Garde schlägt sich gut. Hat Abad nach dem Kampf gegen die Eklipse unterstützt. Nach einem Monat bestatteten wir Ursa im Anrecht. Oh. Dann kam der Auftrag, Wadis auf seinem Weg zur Gesandtschaft zu behüten. Dachte, das wird ein Kinderspiel, also ging es natürlich schief. Du wurdest überrascht. War nicht dein Fehler. Noch ein paar von denen und ich glaub's. Also, konntet ihr Ursa bestatten, wie ihr es vorhattet? Ja, konnten wir. Viele Leute erwiesen ihr die letzte Ehre. Die Hälfte schuldete ihr Gefallen. Die andere sogar ihr Leben. Und am Ende tranken dann alle. Das wildeste Begräbnis aller Zeiten. Das hätte ihr sicher gefallen. Scheiße, ja. Scheiße, ja. Hätte alle unter den Tisch gesoffen. Was weißt du über die Gesandtschaft? Nicht viel. Nur, dass Abad sie unbedingt entsenden will. Er will partout Frieden mit diesen Tenakt. Aber wie ich höre, sind die nicht sonderlich erpicht auf Diplomatie. Sie lassen Klingen und Pfeile sprechen. Wenn du zu ihnen gehst, sei vorsichtig. Das könnte schnell übel werden. Ich werde dran denken. Was weißt du über den Ort? Nichts Gutes. Dorthin haben die Kaja die Gefangenen der roten Raubzüge aus dem verbotenen Westen gebracht. Die Glücklichen wurden zu Sklaven. Der Rest wurde zum Sonnenring in Meridian gebracht. Als Opfer. So ist es. Die Tenakt verwüsteten ihn, als sie die Kaja aus dem Westen verjagten. Irgendwie verständlich. Jetzt bezahlt der Wart Osserame, ihn wieder aufzubauen. Egal, wie viele neue Steine sie verwenden. Das Blut bleibt für immer. Gut, dann ich noch mal weiter. Sollte dann mal los. Lass dich nicht aufhalten. Aber willst du das wirklich? Ja. Die Welt retten. Bisschen viel für dich allein. Errend. Schon gut. Den Versuch was wert. Also, was ich sagen wollte, wenn du mich jemals brauchst. Weiß ich, wo ich dich finde. Nächstes Mal hoffentlich nüchtern. Verlass dich nicht drauf. Pass gut auf dich auf, Ella. Ja, du. Was? Sie ist positiv, Bajiv. Da ist eine dicke Steinmauer zwischen dir und den Tenakt da draußen. Hast du hier das Sagen? Ah, entschuldige, nein. Das wäre Kommandant Nozar. Ich bin Lavan, sein Stellvertreter. Also, was führt Eloy von den Nora nach Farley? Es geht um die Gesandtschaft. Ich brauche sie, damit ich nach Westen komme. Und jetzt, da Gelehrter Wadis hier ist, kann es vielleicht endlich losgehen. Ah, ja, der Sonnenpriester. Kam wild schreiend und tobend hinter seiner Begleitung hier an. Er liebt seine Schriftrollen. Aber die Gesandtschaft braucht noch. Kommandant Nozar meldete Bereitschaft, aber der Hornstoß der Tenakt-Marschälle fehlt noch. Also gut, dann lasst mich durch die Tore. Ich muss mit ihnen reden. Das glaube ich dir. Aber das geht leider nicht. Befehl von oben. Die Tore sind offen für alle, die sich hinauswagen wollen. Osseram-Plünderer, besonders wagemutige Kaja. Aber vor einer Gesandtschaft darf niemand rein oder raus. Das gilt
bis die Tenakt wieder weg sind. Was genau passiert bei diesen Gesandtschaften? Hauptsächlich wird Handel getrieben. Die Kaja erbringen ihren Tribut, Essen, Gewürze, Ausrüstung. Dafür erhalten sie von den Tenakt persönliche Gegenstände der Soldaten, die in den roten Raubzügen fielen. Diese aktuelle Gesandtschaft ist jedoch ein Sonderfall. Weil die Tenakt irgendeinen Gefangenen übergeben, richtig? Den Soldaten verscharf? Ah, du weißt es. Alle sind nervös wegen der Gesandtschaft. Man weiß nie, ob eine Gesandtschaft gut läuft, bis sie vorbei ist. Du sagtest was von Tenakt-Marschällen. Wer sind die? Die Elitekrieger des Stammes. Vor jeder Gesandtschaft kommen sie mit einem Trupp Soldaten aus jedem ihrer drei Clans. Dann, im weiteren Verlauf, verhandeln sie im Namen ihres Anführers. Und mit verhandeln meine ich die Sonnenpriester anstarren, bis die nachgeben. Fayef hatte bei der letzten Gesandtschaft das erste Mal mit ihnen zu tun. Er war völlig durchgeschwitzt danach. Es war ein heißer Tag, Sir. Ha, ja, in der Tat. Okay, da weiß ich erstmal soweit genug. Wo finde ich Kommandant Rosar? Wenn er die Tore geschlossen hält, muss ich ihn überreden, sie mir zu öffnen. Ich bring dich zu ihm, aber beachte eins. Der Kommandant hält sich ans Protokoll, besonders wenn er ohnehin angespannt ist. Wir werden sehen. Hier lang. Hier ist ja eine ganze Menge los. Die Tenakt haben hier während der roten Raubzüge gewütet. 2 Jahre Arbeit. Und es wird noch lange dauern. Ups, der Arbeitsstopp in Kettenkratz hat beinahe unseren Wiederaufbau gestört. Aber eine gewisse Nora hat sie zum Arbeiten motiviert. Ich habe nur ausgeholfen. Naja, Alvund war sicher begeistert. Ignorierst du mich wieder? Immer mit der Ruhe heute. Wie läuft's, Hammerkopf? Zur Seite, Soldat. Sir? Da ist der Kommandant. Mach dich besser bereit. Und viel Glück. Kurz Luft schnappen, hm? So, es wird, glaube ich, nicht so leicht. Wie können wir eine Gesandtschaft stattfinden lassen mit einem Stamm, der seine Leute nicht im Griff hat? Was will man von solch ungebildeten Wilden noch erwarten? Ah. Aloy, nicht wahr? Ja, die das Tal für euch gesäubert hat. Die Aloy. Wir wertschätzen deine Dienste. Wir sind bereit für den Beginn der Gesandtschaft. Ihr habt doch das Signal gegeben. Beide Seiten müssen Bereitschaft signalisieren. Bis die Wilden ins Horn stoßen, warten wir. Ja, denn die Ersten werden... Klappe, was dauert da? Die Tenakt sind ein Stamm, der aus 3 Stämmen besteht. Wie viele Banner siehst du denn? Oh, ihr wartet einfach? Findet raus, was los ist. Das ist nicht der wilde Osten, aus dem du stammst, Nora. Das ist... der verbotene Westen. Gefällt's dir nicht? Lauf nach Meridian und beschwer dich da. Das Meridian, das ich rettete? Ganz recht. Niemand geht durch das Tor, bis der 3. Clan da ist und das Tenakthorn erklingt. Nicht einmal die Retterin von Meridian. Ich will es mir halt nicht mit dem verkacken. Ich würde sagen, wir warten erstmal. Du hast Glück, dass die Retterin von Meridian noch ein paar Dinge erledigen muss. Eine weitere Runde im Schrecken lohnt sich vor der Gesandtschaft sicher. Und Tholis hat ein Jagdgebiet in der Nähe erwähnt. Zum Trainieren. Ja, das ist nämlich ganz gut. Und ich habe ja auch noch ein paar Nebenquests und so. Also, vielleicht mache ich die halt erstmal. Ups, bin ich ein bisschen tief runtergesprungen. Was gibt's denn hier überhaupt alles? Ich muss das mal ein bisschen näher angucken. Ah, da guck mal, da hat auch noch jemand eine Nebenquest. Und da gibt's noch ein paar Fragezeichen. Ja, sehr schön. Okay.
Hier ist noch ein nettes Feuerchen. Ich denke mal, kurz speichern. Sicher, sicher. Ah, okay. Da gibt es noch einmal ein Brettspiel. Da habe ich jetzt aber gerade keinen Bock drauf. Und hier ist ein Koch. Eine Küche. So, was haben wir denn hier Schönes? Sonnengeflügel, okay. Fehlt noch ein bisschen was. Was braucht die denn noch? Östlicher Vogelflügel. Ich glaube, da muss ich mir doch ein paar. Sonnenfell, Mais. Ich habe gerade voll Hunger. Ich hätte jetzt da voll Bock drauf. Mal schließen wir einen Handel ab. Ja, machen wir. Nur mal gucken, was hier so Herausforderung? Ein Spielmaschinenstreit gegen mich. Ist noch 38. Okay, ich hätte es, glaube ich, einfacher haben können als eine Treppe. Aber ich kann auch einfach die Wand hochgehen. Lass uns handeln. Heilmittel für Scherben. Okay. Ein Kräuterkundler. Hat er denn schönes Gesundheitstränke? Reinigungstrank. Ist das wirksamer Trank, der aus Pflanzentierextrakten fernstellt aus Infekten und Verteidigung? Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Nicht genug Platz, verdammt. Schade. Meine Waren sind hier, um dir zu passt. Helfen. Okay, dann passt schon. So, was habe ich denn noch? 64 Schritte nach da. Ich hoffe, ich fall hier nicht gleich runter. Ups. Aha. Was geht denn hier ab? Hallo? Hey. Was ist passiert? Was? Was geht dich das an? Und dich? Eigentlich nichts. Mein Tag war schon ziemlich mies und jetzt haben sich diese... zwei Idioten auch noch ausgerechnet meine Schicht zum Bergsteigen ausgesucht. Wäre halb so wild, wenn der hier nicht so schwer wäre. Was? Zwei Idioten? Stottere ich? Ja, zwei. Ich habe einen Rufen hören, da oben. Sie hatten wohl die Wahl, scharfe Klauen oder tiefer Fall. Da braucht jemand Hilfe. Willst du nicht irgendwas machen? Selbst schuld. Und ich habe hier schon genug zu tun. Du hilfst nicht. Im Ernst? Du etwa im Ernst? Da braucht jemand Hilfe auf der Klippe. Ich sollte losklettern. Okay, auf der Klippe. Was? Auf dieser Klippe? Jetzt bin ich... Hä? Hier zur Spitze der Klippe. Ah ja. Dann schau ich jetzt das einfach mal, oder? Und dann kletter ich da lang. Okay. Schwimmt es da? Ich könnte mit Feuer schießen. Was ist denn reparierbar? Okay, der schwimmt da. Hä? Okay. Oh Gott, die können schwimmen. Ich wusste nicht, dass ich schwimme. Der brennt und ist im Wasser. Nein, jetzt habe ich das Pferd gerufen, das wollte ich gar nicht. Fast schon. Warte, ich nehme mal irgendwas anderes hier, das hier. Okay, da komme ich überall hoch. Das ist schon mal sehr schön. Hopp, hopp.
Feder an der Seite und dann da oben lang. So, oder da. Ja, ich gehe mal hier, glaube ich, den kurzen Weg an der Seite. Mal gucken. Wahrscheinlich nimmt sich das zeittechnisch nichts. Ey Leute, du kannst auch hochklettern. So. Okay, wo ist er da hin? Was leuchtet denn da so rot? Ich sollte das wohl erstmal in Ruhe lassen. Ah, ist das schon wieder so eine Blume? Ah, da drüben. Hier hoch? Können die hier hoch? Einfach diese blöden Tanks nicht. Ah. Der hat gar keine Tanks. Oh mein Gott, die werfen einfach mit Steinen nach mir. Was ist denn los mit denen? Voll frech. Zu gut. Okay, ist der jetzt weg? Nee. So, okay, jetzt habe ich den. Ah, jetzt habe ich sie falsch markiert. Hilfe. Wenn sie auf Stein nach sich werfen. Komm schon. Okay, den hat es jetzt da hinten zerlegt. Einer noch. Aber... Okay, warte, das ist kein... Das ist kein Feder, oder? Komm schon. Ah! Gut.
dafür möchte ich jetzt aber alles haben, was hier dran. Das ist Reserve für später. Rumliegt. So, das nehme ich mit. Und da nehme ich das Zeugs mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Ja, man kann das bestimmt alles gut gebrauchen. Okay, da oben sitzt jemand und da kann ich was aus der Wand rausreißen. Nice. Mach ich gleich, aber ich glaube, erstmal rede ich mit der Frau. Hallo. Na, wie geht's? Alles fit? Bist du verletzt? Geht schon. Mein sogenannter Leibwächter. Bist du ihm begegnet? Er war schwer zu verfehlen. Er ist tot. Puh. Das hat man dann wohl davon. Wenn man in der Taverne den erstbesten Kerl anheuert, der angeblich Erfahrung mit der Maschinenjagd hat. Wenigstens muss ich ihm jetzt nichts zahlen. Was willst du denn hier oben? Das hier war mal ein Signalturm. In seiner Mechanik ist eine Linse verbaut, die in sehr gewissen Kreisen äußerst wertvoll ist. Und da die Kaja den Turm abreißen wollen, dachte ich, ich könnte die Linse retten, bevor sie zerstört wird. Hol sie für mich und die Linsen aus den anderen Türmen. Und ich werde dich sehr reich belohnen. Ich könnte die Linsen auch einfach selber behalten. Das war also mal ein Signalturm. Ja, es war ein grandioser Anblick. Die 6 Türme, beleuchtet, verteilt im Schrecken. Sie haben die Leute gewarnt, wenn die Tenak kam, was auch immer das gebracht hat. Du kannst dir wohl vorstellen, dass die Kaja keine Kosten und Mühen gescheut haben. Und die teuren Linsen brauchen ein neues Heim, bevor die Türme zerstört werden. Also bist du eine Diebin? Ich bin eher eine Opportunistin mit einer guten Nase fürs Geschäft. Hör zu, die Kaja werden die Türme sowieso abreißen. Für sie sind sie wertlos. Sie wollen jetzt mit den Tenak auf gut Freund machen. Also ein Verbrechen ohne Opfer. So eine Chance. Sag das deinem Freund da unten. Selber schuld. Warum machst du es nicht? Na, auch ohne den verletzten Knöchel bin ich doch auch nicht nur annähernd so geschickt wie du. Komm schon. Es wäre doch wirklich schade um die Linsen. Mein Vater hätte das auch nicht gewollt. Was hat jetzt der Vater damit der zu tun? Vater, ist er auch ein Dieb? Verzeihung. Opportunist, ja? Nein, er hat die Türme entworfen, bevor er gestorben ist. Deshalb weißt du also von den Linsen? Ja. Sie haben ideellen Wert für mich. Na gut, ich guck mal. Ich will nichts versprechen, aber wenn ich da oben bin, sehe ich mich um. Auch bei anderen Türmen, die ich finde. Danke. Aloy. Rayna. Okay, Aloy. Wenn ich soweit bin, kehre ich nach Fahrlicht zurück und pflege meinen Knöchel. Aber ich bleibe hier, wenn du mir diese Linse aus dem Turm da holen willst. Kein Stress. Ich sag's nur. Es lohnt sich, versprochen. Mal sehen, was ich tun kann. Gut. Kann ich da... Da kann ich, so wie es aussieht, alles einreißen. Jo, zerstören. Ries. Man kann die Möglichkeiten förmlich riechen, nicht wahr? Ich meine, wenn die den Turm eh abreißen wollen, warum soll ich da nicht ein bisschen mit abreißen? Okay, bin drin. Cool. Und jetzt? Ich weiß gar nicht, ob mir das überhaupt was bringt, wenn ich jetzt hier drin... Aber zumindest habe ich das.
Ah. Da unten irgendwas Interessantes? Hm, weiß ich noch nicht. Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder draußen. Warte mal, ich glaube, ich gucke mal einmal ganz kurz hier unten, ob hier irgendwas Schönes ist. Oh ja. Kann man alles gebrauchen? Okay, da ist nichts weiter. Hier geht's die Treppe hoch. Kann ich das hier einreißen? Nee, leider nicht. Okay. Na gut. So. Hopp, hopp, hopp. Diesen Winkel klappt das nicht. Schade. Okay, dann lieber einen anderen Winkel. Wie wär's mit diesem Winkel? Ich mache hier alles kaputt. Yes. Nicht, dass es hier noch viel zum Kaputtmachen geben würde, aber ja. Hm. Sitzt sie da nicht mehr? Die ist aber jetzt schnell weggefehlt. Okay. Ah, da kann ich mich abseilen. Sehr cool. Und da sind Maschinen. So. Ich finde das immer so cool mit dem Abseilen. Aber, also, ich könnte sowas halt echt nicht machen. Ich hätte da so Schiss. Das war schon geil. Cool, cool, cool. So, achso. Welche Quest habe ich denn jetzt überhaupt hier? Hm. Was machen wir denn gerade? Kehre zu Kommandando. Ja, das möchte ich aber noch nicht. Ich will erstmal Nebenquests machen. Achso, dann sollte ich mir vielleicht mal eine neue suchen, ne? Ich jetzt erstmal mache. Signale der Sonne. Das Fortdauern, Stufe 32. Pff. Ja, das mache ich jetzt nicht. Signale der Sonne. Hm. Was haben wir sonst noch hier? Die Dornrücken pausiert. Wieso? Wieso pausiert das? Ach so, bis die Gesandtschaft abgeschlossen ist. Okay, alles klar. Schatten der Vergangenheit, das hätten wir auch noch. Ja, dann mache ich jetzt erstmal die eine weiter, würde ich sagen. So, mal gucken, ob ich die gute jetzt finde. Ihre Linse. Ist sie? Rayna, wo bist du? Sie hat die Maschinen vernichtet. Das ist sie okay für mich. Da hinten. Ja. Ich hatte gehofft, dass du herkommst. Warte, ich muss mal kurz hier drüber springen. Der hatte schlechte Laune. Perfekt. Hallo, guten Tag. Hast du mir was für deine Mühe?
Lass mich wissen, wenn du mehr davon findest. Okay, mache ich. So. So. Ich weiß gar nicht, wo ich hin möchte, ehrlich gesagt gerade. Oh, ich hänge an einem Wäscheständer fest. Hasse, wenn das passiert. Wo ist denn das Feuerchen hier? So, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal ein kleines Päuschen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.